Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Juggler 66, Stunde der Wahrheit. Das wird heute ein ganz besonderes Video, weil es behandelt nicht irgendwie ein Thema, über das ich jetzt lesen, diskutieren oder erklären, studieren oder sonst was möchte, sondern es wird ein Video, wo ihr live dabei seid. Natürlich live, das ist eine Aufzeichnung. Ja. Wenn die Premiere erscheint, dann ist dieses Video am 8. April, Freitagnachmittag, aufgenommen. Und ich werde das nächste Woche Mittwoch nach der Arbeit 9 Uhr abends veröffentlichen. Das wird auch nicht allzu lange dauern, schätze ich mal so. Ihr seid jedenfalls live dabei, wo ich jetzt ein Buch hochlade auf archive.org. Ein Buch, das ich vor einiger Zeit gelesen habe, das ich vor langer Zeit Tom Fress von Inquisition Update habe lesen hören auf Englisch, mit dem Originaltitel Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All. Da geht es um die Himmelskönigin. Und ich fand das damals eine ganz tolle Idee, als ich noch Kontakt mit ein paar Brüdern in Christus hatte, wo ich heute komischerweise aufgrund bestimmter Umstände vielleicht manchmal, weiß ich nicht, jedenfalls keinen Kontakt mehr mit habe. Und der Maximilian Geisbauer, der damals sich ja bereit erklärt hat, Romanismus und die Reformation zu übersetzen ins Deutsche, wo er sich dann später sogar ein Verlag auf archive.org rumgestöbert hat und sich gefunden hat, der das Buch sogar veröffentlicht hat. Das könnt ihr heutzutage ganz offiziell kaufen im Internet. Und ihr könnt es gratis bei mir runterladen. Und ihr könnt meine Lesung am Internet verfolgen. Jedenfalls hat der sich damals dazu bereit erklärt, das Buch Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All über die Himmelskönigin, Queen of Heaven, zu übersetzen ins Deutsche. Und das hat er auch in sehr akribischer und detaillierter Arbeit gemacht. Ich habe dann damals angefangen, ein paar Extrasendungen zu machen über das Heiligenlexikon und solche Sachen, um erstmal überhaupt ein bisschen den geschichtlichen Hintergrund extra, also außerhalb des Buchs zu belichten, wo diese ganze Marienanbetung herkommt, was die Marienanbetung überhaupt heißt, wie die Bibel dazu steht oder was die Bibel dazu sagt. Da haben wir alles drüber gesprochen. Da hat der Maximilian das Buch übersetzt. Wir haben dann das Buch gelesen. Insgesamt sind über 40 Teile erschienen aus der Buchlesung, weil auch noch einige Extras dazugekommen sind. Ja, und ich weiß nicht, was genau passiert ist, aber ich habe bereits seit sehr vielen Monaten, seit sehr langer Zeit keinen Kontakt mehr mit Max. Der ist einfach abgerissen. Ich hatte immer ein gutes Verhältnis mit ihm. Wir haben schön miteinander telefoniert und hatten auch noch Pläne für die Zukunft. Wir hatten ja damals auch die Evolutionsserie zusammen aufgenommen und wir hatten noch Pläne für die Zukunft, noch Dinge zusammen zu machen, aber irgendwas muss von seiner Seite aus dazwischen gekommen sein, weil er meldet sich nicht mehr. Und nicht nur, dass Romanismus und die Reformation nicht in der endgültigen Version vorliegt und auf Archive hochgeladen ist. Ich hatte ihm auch damals jeweils nach der Lesung meine Unterlagen über die Himmelskönigin geschickt, dass er das dann halt als Buch zusammenfügt, die letzten Fehler noch ausradiert. Ja, und seit er sich halt nicht mehr meldet, habe ich also diese ganzen Papiere in der Fassung zumindest nicht mehr. Ich hatte aber noch andere Unterlagen über das, also meine Lesungen und sowas habe ich alle gehabt, nur das ist halt nicht die absolut endgültige fehlerfreie Fassung, sage ich jetzt mal. Und da habe ich dann letztens eine Schwester in Christus angesprochen, die mir und Michael schon sehr, sehr, sehr viel geholfen hat, die unglaublich viel Arbeit für uns gemacht hat. Ich habe zu ihr gesagt, ja, das Buch wird wohl nie veröffentlicht. Und sagt sie von tja, ich kenne da zwar nicht viel von, aber gib's mir mal, ich gucke es mir mal an und wenn ich kann, dann werde ich dafür sorgen, dass wir das Buch vielleicht doch noch veröffentlichen können. Und heute seid ihr dabei, wo ich das Buch live auf archive.org hochlade, also am Freitag, den 8. April. Ihr seht es erst nächste Woche Mittwoch, was ist das dann, der 13. April, glaube ich, oder sowas. Dann kommt dieses Video raus. Aber wenn ihr dann auf Archive geht, wenn ihr dann auf den Klick geht, der in der Beschreibungsbox dieses Videos dabei ist, wo das Buch ist, dann könnt ihr das Buch euch sofort anschauen. Ihr könnt es runterladen und ihr könnt es gratis verteilen. Nun habe ich meine Schwester in Christus auch gebeten, vielleicht während dieses Videos ein Videogespräch mit mir zu machen, also kein Video mit Bildern aufgenommen, aber halt ein Live-Gespräch über Skype. Aber sie ist sehr
publikumscheu, sage ich mal, und es ist halt nicht jedem gegeben zu sagen, von ich setze mich jetzt hier vor das Mikrofon und viele Menschen hören damit zu und ich verewige mich hier. Manche Leute sind da halt ein wenig anders eingestellt und ich habe da vollstes Verständnis für. Und sie hat mir dann zumindest eine kleine, fast zweiminütige Audiobotschaft geschickt, die wir dann auch noch während dieses Videos abspielen werden. Und in der Zwischenzeit, anstatt jetzt hier die ganze Zeit mal lose zu quatschen, fange ich einfach mal an, das Buch hochzuladen auf Archive. Dann seht ihr auch direkt, wie so etwas passiert. Hier ist meine Archive-Webseite des Originalbuches, Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All. Hat im englischen Original 160 Seiten. Wenn wir da mal kurz reingehen, wir schlagen da irgendwo eine Seite auf. Dann seht ihr auch, es ist nicht besonders groß geschrieben. 160 Seiten, da ist schon eine ganze Menge Informationen mit bei, die verschiedenen Kapitel. Also es ist alles sehr interessant. Wie gesagt, das Buch wurde von Tom Fress. Ich will da jetzt kein Jahr drauf kleben. Ich weiß es nicht mehr genau, wann es war, aber irgendwann zwischen 2009 und 2012, meine ich, wurde es gelesen von ihm. Und ich habe das Buch selber nicht gelesen, aber ich habe seine Lesung verfolgt und sehr aufmerksam verfolgt und habe gesagt, das ist etwas, das müssen wir auch in Deutsch haben. Nun, das ist auch sehr aktuell in der Hinsicht. Noch ein kleines bisschen mehr Erklärung, bevor ich mit der Arbeit anfange. Ich bin eben ein Mann, ich kann mich nicht unbedingt auf zwei Dinge gleichzeitig konzentrieren, zu denken, was ich sagen will und dabei noch Arbeiten tätigen. Das ist auch ziemlich aktuell, weil demnächst kommt ein Video raus mit mir und dem Gerald Gebensleben, das ich noch aufnehmen möchte. Ich hatte mit ihm da bereits drüber gesprochen, wir machen das, weil wir einige Papiere zusammengetragen haben, die Hintergründe der Kriege beleuchten. Und da im Augenblick ja der Krieg in der Ukraine wütet und viele Menschen überhaupt nicht wissen, was denn der wahre Grund für diesen Krieg ist, werden wir den in den Lesungen auch erklären. Inzwischen hat er da auch ein Papier zusammengestellt von, ich glaube, über 50 Seiten. Und leider bin ich ja ein langsamer Leser und Erklärer, brauche ich dann für solche Seiten wahrscheinlich wieder einige Folgen, um das einzulesen. Aber jedenfalls so viel vorweg schon mal gesagt, weil das ist ja kein Geheimnis. Die Himmelskönigin hat, wenn nicht alles, sehr, sehr viel mit dem Krieg zu tun, der momentan in der Ukraine gefochten, gekämpft wird. So, weil alle Kriege haben einen religiösen Hintergrund. Es gibt immer noch viele Leute, die es nicht verstehen, obwohl sie Herrscher des Bösen gesehen haben, obwohl sie hinter den Diktatoren gesehen haben. Wo ich eben mal kurz eine Anmerkung machen möchte, wenn wir hier auf meine Account-Seite gehen von Archive, dann seht ihr hier Behind the Dictators, Achter der Diktators, eine niederländische Version. Auch Heersers van het Kwaad, Herrscher des Bösen, Rulers of Evil, gibt es in einer niederländischen Version. Bruder Arnoud Kersten hat sich hingesetzt und hat ganz alleine diese Bücher übersetzt. Achter der Diktators habe ich gerade erst, wie ihr seht, am 6. April, also vor zwei Tagen, hochgeladen. Ich hatte schon ein paar Tage liegen, bin aber einfach nicht dazu gekommen, es hochzuladen. Habe ich jetzt auch gemacht. Also auch, wenn ihr niederländischsprachige Familie, Freunde, Bekannte habt, könnt ihr sagen, schaut mal, solche Bücher könnt ihr selbst in Niederländisch bekommen. Vollständig gratis auf der Seite von Jörg hier, auf der Archive-Seite. Oder ihr könnt es selber runterladen, könnt selbst eine Archive-Seite aufmachen und könnt die Dinge da hochladen. Also das ist ja alles frei, gratis und euch unbenommen, da selber Arbeit von zu machen. Nun, ja, ihr seht hier Roms Ziele in Theorie und Praxis. Das muss ich immer noch mit ein, zwei Lesungen abarbeiten. Dann steige ich dann auch in die neuen Dinge ein. Gibt es eine ganze Menge zu sagen, weil eigentlich wollte ich jetzt das Video nur machen, um euch zu zeigen, wie ich jetzt hier Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All oder eine für alle, alle für eine, Königin des Himmels, wie wir den deutschen Titel genannt haben, hochladen werde. Der Plan der Marienerscheinung, alle Weltreligionen unter der römisch-katholischen Kirche zu vereinen. Dazu gehört eben auch die orthodoxe Kirche, die in Russland und Griechenland und überhaupt im Osten eben ist, die zurück unter Rom muss. Wie das alles im Detail zusammenhängt, das werdet ihr dann später bei den Lesungen erfahren, die ich auf Basis der Papiere von Gerald machen werde. Jetzt gehen wir wirklich an die Arbeit und werden hier auf
Archive etwas hochladen. Also drücken wir hier auf Upload und dann gibt er uns die Möglichkeit, hier irgendwie Live Music Archiv hochzuladen oder Dateien hochzuladen. Wir klicken auf Dateien hochladen und dann sagt er, entweder kannst du die jetzt wählen oder du kannst sie hier hinüberziehen. Das werden wir dann machen. Das ist die Art und Weise, wie ich das immer mache. Dann nehmen wir hier das PDF, Königin von allen, komplett. Das ziehen wir hier rüber und jetzt sagt er uns, wir wollen jetzt mal den Titel nehmen. Um den Titel zu haben, machen wir erstmal das PDF auf. Also haben wir hier, so sieht das Buch aus, das sind hier meine Bemerkungen, die kann man auch wegmachen. Seht ihr, das ist ein Rand, den man hier das mit meinen Bemerkungen dabei haben kann oder eben auch wegmachen kann, wenn einen das stört. Hier haben wir jetzt das Buch und hier steht dann eben auch der Titel irgendwo, dachte ich. Ich dachte, der Titel würde hier irgendwo stehen, dass ich den jetzt kopieren könnte. Ne, er steht nur auf der Titelseite. Sie hat auch die Titelseite hier mit reingemacht. Dann machen wir das eben aus meinem Notizheftchen. Eine für alle für eine, Königin des Himmels. Das soll der Titel werden. Das Buch ist also Page Title. Ne? Der Seitentitel, das wird dieser hier. Eine für alle für eine, ne? Eine, ne? Steht dabei, eine, ja. Eine für alle für eine, Königin des Himmels. Das ist der Titel des Buches. Dann soll man eine Beschreibung dazufügen. Da werde ich mich dann auch noch mal eben kurz auf YouTube umschauen. Warte mal, müssen wir hier auf YouTube aufmachen. Und dann gehen wir hier zu meinen Spiellisten. Da habe ich ja eine ganze Menge hier. Und da ist dann eine für alle für eine, Königin des Himmels. Da machen wir sie mal auf. Und dann steht hier eine Beschreibung. Millionen von Katholiken und so weiter und so weiter. Das ist dieselbe Beschreibung, die auch hier drin steht. Der Plan und mit Marienerscheinungen alle und so weiter und so weiter. So, was muss jetzt für die Archive-Version des Buches da rein? In die Beschreibung. Das ist der Originaltitel, der Link zum Original und dann die deutsche Beschreibung. Also machen wir das so, wir kopieren das hier und dann gehen wir in die Beschreibung rein, kleben das hier rein. Dann werden wir hier nochmal einen Punkt zufügen. Der Satz ist dann zu Ende. Millionen von Katholiken und so weiter. Das mit SZ wird ja angezeigt, dass das falsch ist. Ich schreibe immer gerne das mit SZ anstatt mit SS. Nicht, dass ich was gegen die deutsche Rechtschreibung mit SS habe, aber ich habe schon immer das SZ vorgezogen. Das ist so ein spezieller deutscher Buchstabe. So, und das ist jetzt alles, was hier drin steht. Link zum Original. Eine kurze, kleine, kräftige Beschreibung. Was ich jetzt natürlich auch noch mit reinmachen werde, ist, dass wir hier eine Beschreibung mit reinmachen zur Lesung. So, wenn wir jetzt mal eben hier reingehen, deutsche Überarbeitung, Übersetzung und so weiter und dann hier die Spielliste mit bei. Das werden wir jetzt auch nochmal eben hier rauskopieren und dann kommt das mit in die Beschreibung hier rein. Dass wir hier also auch schon mal dem Maximilian, der ja damals die ganze Arbeit gemacht hat, hiermit benennen werden. Mit vielen Zusatzinformationen zu diesem Thema. Lesung von Jörg Lissmann mit Maximilian in der YouTube-Spielliste. So, machen wir da schön nochmal einen Return dazwischen, wie das so schön heißt. So, das ist hier der ganze Titel, Originaltitel. Link zum Original, deutsche Übersetzung, überarbeitet von, ja, und meine christliche Schwester möchte hier wohl nicht genannt werden. Wenn, dann kann ich das später immer noch zufügen. Das lassen wir jetzt mal weg. Hier haben wir jetzt also die Spielliste auch noch mit bei. Und dann brauchen wir noch die Tags. Das sind solche Schlagwörter, also Keywords, sagt man hier. Wir gehen mal eben hier in den ersten Teil. Das ist jetzt das Video und anstatt uns jetzt das Video anzuschauen, gehen wir in Video bearbeiten und dann können wir uns hier die
Tags runterholen, also die Schlagwörter, die Stichwörter, würde ich mal sagen. Das kopieren wir hier und dann können wir das hier bei den Tags mit reinsetzen. Die müssen immer mit einem Komma getrennt sein. Das sind sie aber auf YouTube auch. Schauen wir noch mal eben, ob wir da noch extra welche brauchen. Lourdes, Fatima, Erscheinung, Wallfahrt, Weltreligion, Himmelskönigin. 10 Gebote, Rosenkranz, Gebet, Kreuzzug, Teufel, Satan, Messe, Eucharistie, Königin. Ich glaube, da steht so ungefähr alles drin. Das ist jetzt hier so das erste Video halt davon. Da müssen wir sonst nichts dran ändern. Gehen wir hier nochmal zurück auf die Spielliste, wo wir hier gekommen sind. Ja, das Video hier brauchen wir nicht. Also ein schönes Intro, das hört ihr jetzt mal eben hier im Hintergrund. Die Musik, das ist die Intro-Musik. Das Intro wurde damals gemacht von, wenn ich mich nicht irre, Brett Norman, wo wir dann die ganzen deutschen Bilder damit reingemacht haben, der auch die Musik davon gemacht hat. Schon ein sehr interessantes Intro, eine sehr interessante Musik. Aber ja, wir wollen uns jetzt keine Musik anhören. Das könnt ihr ja machen, wenn ihr euch die Folgen anschaut. Ihr seht, 57 Videos sind es hier, also es ist eine ganze Menge an Videos, die wir da hatten. So, der Rest ist hier Beschreibung für die Videos, das muss da jetzt nicht bei. So, Upload auf Archive, so, wir haben jetzt hier die Tags. Dann Creator of the Content, das ist also dann der Maximilian. Dann wollen wir mal eben seinen Namen noch mal kurz rauskopieren. Maximilian O. Geisbauer, das O steht, soweit ich weiß, von ihm für Oliver. Und Jörg Glissmann, schreibe ich meinen eigenen Namen dann noch mit zu, weil ich habe das ja auch mit überarbeitet. Wann wurde dieses Dokument erstellt? Ja, wir nehmen jetzt natürlich dann den heutigen Tag, ne? 04 im Monat und 08 am Tag, 8. April. Community Texts, ja. Language, welche Sprache hat das Werk? German, also Deutsch. Und dann brauchen wir noch hier License. Und dann sagen wir hier Creative Commons. Kein Remixing erlauben. Prohibit Commercial Use, ja, weil wir wollen das nicht, dass es für kommerzielle Zwecke gebraucht wird. Und das ist dann Creative Commons, dass also jeder das weiter verteilen kann. So, das ist jetzt alles, was hier so erstmal stehen müsste. Das ist die URL-Page, also die Internetadresse. Hier haben wir dann eine für alle, alle für eine Königin des Himmels. Das ist also der Titel des Buches. Dann haben wir die Beschreibung, dann haben wir die Stichwörter hier, die Autoren des Buches, das Datum und so weiter, alles drum und dran. Und jetzt sagen wir, okay, lade das hoch und kreiere dieses Teil. Und während das jetzt funktioniert, möchte ich euch mal kurz das Audio vorspielen, das meine Schwester in Christus eingesprochen hat zu diesem Buch, zu der Arbeit, die sie da auf sich genommen hat. Wofür nochmal ganz herzlichen Dank. Und dann hören wir uns das mal eben an. Ich schalte mein eigenes Mikrofon still und dann spielen wir mal ab. Hallo Jörg, also mir waren damals deine Videos, die du zusammen mit Maximilian über die Himmelskönigin gemacht hast, wieder mal eine große Offenbarung oder Augenöffner sozusagen. Bin ja katholisch aufgewachsen und hatte das alles geglaubt, was die Pastoren da über Maria gesagt hatten, dass sie eine Mittlerin ist und dass der Herrgott ihr keinen Wunsch abschlagen würde und sowas alles. Und auch an die Erscheinung habe ich irgendwie geglaubt. Mich leider auch vor Marienstatue hingekniet und gebetet und so weiter. Ja, schlimm im Nachhinein jetzt. Ja, und dann vor ein paar Wochen hast du ja in einem Video mal traurig gesagt, dass das Buch Eine für alle, das Maximilian ins Deutsche übersetzt hatte, wahrscheinlich nicht veröffentlicht würde. Ja, und dann habe ich mir gedacht, da ich relativ viel Zeit habe, dass ich vielleicht das Buch irgendwie mit den einzelnen Dateien, die du noch auftreiben konntest, zusammenfügen konnte. Und manches habe ich dann wieder in Word umgewandelt, formatiert und eure vielen Ergänzungsartikel zu Maria noch drangehängt und dann noch die Fußnoten übersetzt. Und ja, jetzt bin ich fertig und hoffe, dass das auch so in alles jetzt in Ordnung ist.
Ja, und jetzt würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn viele Leute sich das deutsche Buch auf deiner Archive-Seite herunterladen, dass es ihnen genauso die Augen öffnet, wie es bei mir war. Das wäre klasse, das wäre schön. Ja, und jetzt wünsche ich allen deinen Zuhörern und Zuschauern der Videos und Leser deiner empfohlenen Bücher da viel Erkenntnis und Gottes Segen. Maranatha. Ja, vielen lieben Dank, Schwester. Da hast du ja im Grunde alles schon gesagt, was ich auch schon gesagt habe. Aber da hört ihr es nochmal aus dem Mund der Bearbeiterin selber. Wie gesagt, ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe auch gesagt, nimm dir Zeit damit. Das ist ja nun nicht, dass das jetzt innerhalb der nächsten paar Tage rauskommen muss. Aber ja, sie hat sich dann doch direkt hingesetzt und hat da direkt angefangen, das zu machen. So, jetzt seht ihr hier natürlich noch nicht das endgültige Buch erscheinen, weil das ist noch am Verarbeiten, ne? Das steht hier ja. Das ist This item is currently being modified, updated by the task. Also das wird im Augenblick noch modifiziert und auf den neuesten Stand gebracht. Die ganzen verschiedenen Dateien, das sind ja fünf Dateien Minimum, die da drin sind. Das könnt ihr als normalen Text runterladen, als PDF und so weiter und so weiter. Das wird alles jetzt erstellt und nachher kann man das dann auf dem Archive sehen. Wir lassen die Seite jetzt mal eben und dann gehen wir von hier von der englischen wieder auf meinen Account. Wo ist denn das hier? Account Settings, Upload Files. Wo gehe ich denn hier? Muss ich einfach nur auf Joggler klicken. So, dann gehe ich auf meinen Account. Ne? Doch nicht, dann gehen wir hier drauf. So, dann geht er hier auf meinen Account und dann seht ihr, hier ist das Buch, erscheint das und das wird jetzt hier vor Behind the Dictator, also der niederländischen Version Achter der Diktaturen, wird das Buch jetzt erscheinen, wenn das dann verarbeitet ist. Und dann kriegt ihr natürlich von mir dann auch den Link, der hier oben jetzt mit beisteht, in der Beschreibungsbox dieses Videos mit drin. Da waren noch ein paar andere Dinge, die ich kurz erwähnen wollte. Ja, wir haben hier also das Bild, wie auch eben in der Lesung gezeigt wurde. Wenn wir jetzt so eben mal hier sind, dann können wir ja das PDF auch mal eben schauen. Das hier sind übrigens ein paar andere PDFs, nur mal eben, wollte ich euch noch mal eben zeigen, die ich von dem Gerald bekommen habe. Hier jesuitische Strategie, eine ernste Warnung, der göttliche Auftrag von Fatima. Das hat ja auch mit der Himmelskönigin zu tun. Eigentlich wollte ich noch etwas vorlesen. Jetzt habe ich das aber vergessen. So, jetzt muss ich mal ganz kurz, na, ihr seid ja live dabei, jetzt muss ich mal kurz ins Wohnzimmer gehen und muss mir das Papier aus dem Büchlein holen. Ja, Kamera läuft, die sieht nichts, aber ihr hört mich hier rumtrapsen. So, ich habe letztens von dem Gerald ein Buch bekommen, das heißt Priestervergötzung und Volksgemeinschaft von Andreas Thiel. Das ist ein Buch aus den 1950er Jahren. Ich habe es noch nicht ganz durch. Ich bin auf Seite 49 von knapp 82 Seiten. Werde ich jetzt im Taxi die nächsten Tage dann wohl noch weiterlesen. Nur hier ist mir etwas aufgefallen, dass ich sagte, das passt für die Himmelskönigin. Das muss man da mal lesen. Das Buch ist in Frakturschrift und es geht hier im Grunde über, wie lange ist das hier? Warte mal, ich muss eben das Bild hier von Joggler wieder reinmachen, dass wir das Bild so lange haben. Also es ist im Grunde ein Artikel von Seite 38 bis Mitte Seite 40, den ich vorlesen wollte. Das wird aber jetzt, für dieses Video wäre das jetzt zu viel. Aber wir lesen mal ab dem letzten Absatz auf Seite 39. Ja? Und das, was wir hier lesen, ist ein Glanzstück dieser Art, sagt der Autor hier, ist ein Hirtenbrief. Hirtenbrief des Fürsterzbischofs Johannes aber die Namen sind manchmal schwierig. Katschala, ja, Katschtaler, Entschuldigung, Fürsterzbischof Johannes Katschala von Salzburg, Kardinalpriester, Primas von Deutschland, Legatus Natos, also ständiger Vertreter des Apostolischen Stuhls vom 2. Februar 1905. Also das, was wir als Nuntius kennen, was ja der Eugenio Pacelli danach innehatte, diese Position. Aus seinem Hirtenbrief von 1905 lesen wir, und jetzt nur den Auszug hier, Ende Seite 39 bis Seite 40, das ist eine knappe Seite, was ich vorlesen möchte. Geliebteste,
Wo auf der ganzen Erde ist eine Gewalt, welche dieser Gewalt gleichkommt? Die Gewalt der Fürsten und Könige. Oh, die Gewalt des katholischen Priesters steht nicht hinter derselben, sondern übersteigt und übertrifft sie vielmehr. Die Macht der irdischen Kaiser und Könige erstreckt sich ja nur auf die Leiber und keineswegs auf die Seelen, ist nur auf gewisse Länder der Erde beschränkt. Die Gewalt des Priesters, loszusprechen, ist aber, also loszusprechen von Sünden hier in diesem Fall, ist aber auf der ganzen bewohnten Erde in Tätigkeit. Ja, was der Priester löset, hat nicht nur auf Erden, sondern auch im Himmel Geltung. Wo, Geliebteste, ist selbst im Himmel eine solche Gewalt? Wenn du dich dort umschaust, so siehst du die Schare der Patriarchen und Propheten, der Märtyrer und Blutzeugen und die Scharen der heiligen Jungfrauen und dann die Engel und Erzengel und die Throne und Herrschaften. Können sie dich lossprechen von deinen Sünden? Nein. Die Patriarchen mit all ihrem Glauben, die Propheten mit all ihrer Wissenschaft, die Einsiedler mit all ihrer Strenge, die Jungfrauen mit all ihrer Reinheit, sie vermögen es nicht. Die hocherhabenen Geister des Himmels, die Engel und Erzengel und Herrschaften, die Cherubim und Seraphim, obwohl sie die hochgestellten Geister im Reiche des Himmels sind, sie können den Herrn der Gewalten nur bitten, dass er unsere Sünden lösen möge. Selbst aber dieselben lösen können sie nicht. Ja, noch mehr. Selbst Maria, die Gottesmutter, die Königin des Himmels, sie kann es nicht, obwohl sie die Braut des Heiligen Geistes, die Herrin des Weltalls ist. Sie kann für uns nur bitten, dass uns die Lösung der Schulden zuteil werde. Selbst sie zu lösen, das vermag auch sie nicht. Geliebteste, merket ihr nun, wie hoch, wie erhaben, wie ganz wunderbar die Gewalt des Priesters, Sünden zu vergeben ist? Des katholischen Priesters sage ich nochmals, die protestantischen Pastoren haben die Priesterweihe nicht, durch welche diese so hohe Gewalt nach der Ordnung Christi übertragen wird. Das war jetzt eine ganze Menge katholisches Gesabbel. Dieses Buch ist natürlich, weil es Priesterverkürzung und Volksgemeinschaft heißt, voll mit diesem römisch-katholischen Gesabbel. Eine Lesung dieses Buches setzt voraus, dass die Zuhörer wirklich Kenntnis davon haben, dass römischer Katholizismus nicht Christentum ist. Dass die Lehre der Bibel absolut nichts zu tun hat mit der Lehre der römisch-katholischen Kirche. Weil wenn ich da in jedem Wort drauf eingehen muss, dann könnte ich dieses Buch von knapp 90 Seiten in wahrscheinlich 3 Jahren erst lesen. Also über einen Zeitraum von 3 Jahren. So viel Zeit würde das in Anspruch nehmen. Aber ihr seid ja inzwischen selbst gebildet in der Hinsicht. Der Punkt ist, es ging hier darum, dass die Priester eben Sünden vergeben können. Ne? Was die Bibel dazu sagt, da will ich jetzt mal gar nicht drüber sprechen. Aber der Autor, der Fürst Erzbischof, der behauptet hier allen Ernstes, und das ist nicht nur, was er sagt, sondern das ist das, was das, die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche meint, verbreitet, lehrt, dass die Priester sogar über der Himmelskönigin stehen. Genau der Himmelskönigin, die wir hier auf dem Foto sehen. Und mal eben das richtige Foto hier mit einblenden. Königin des Himmels. Ne? Das ist das Deutsche und wir haben ja auch das englische Bild. Ne? Seht ihr, das hat, ich weiß nicht mehr wer damals, der ein Bildbearbeitungsprogramm machen kann, wunderbar das Originalbild übernommen und dann das Deutsche, den deutschen Text damit reingeklebt. Und so wird das Buch dann auch auf Archive erscheinen. Und dieser Teil der Lesung, den ich jetzt gerade gemacht habe, da wollte ich eigentlich mal sehen, dass ich da mal ein extra Video drüber mache, werde ich dann vielleicht nochmal machen. Das ist jetzt das Video hier mit dem Hochladen des Buches, dass ihr das Buch auf Archive sehen könnt.
Da wäre das jetzt ein bisschen zu viel, das da auch noch mit reinzumachen, weil das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Vielleicht mache ich noch mal eine extra Lesung. Ihr könnt mir in die Kommentare reinschreiben von, ja, Jörg, mach das mal. Auch der göttliche Auftrag von Fatima, interessant. Und wie hängt das alles mit der Ukraine heute zusammen? Das sind natürlich alles interessante Dinge. Nun, jetzt lasst uns noch mal eben hier auf 100% gehen, dass wir die Seiten ziemlich genau den Umbruch hier haben. Und dann klicke ich jetzt mal ein wenig runter. Dann seht ihr hier die 10 Kapitel, die das Buch hat. Also die Königin von allen, Königin von Rom, Königin des Islam, Königin des Ostens. Ja, der Ostens ist dann also auch Asien, ist da auch mit zwischen. Prüfen der Botschaften. Ne? Also die Himmelskönigin ist ja bekannt dafür, dass sie Botschaften hinterlässt. Und diese Botschaften werden dann geprüft, und zwar anhand der Bibel. Biblisches Exposé der Königin des Himmels, Königin der Offenbarung, Herrin der Königreiche. Dass sie im Grunde eine böse Frau ist, wie wir ja wissen aus Offenbarung 17. Es ist ja Babylon, Mysterium. Und kommt aus ihr heraus, mein Volk, Offenbarung 18, Vers 4, auch dazu noch. Dann eine Schlussbemerkung von mir, Fußnoten und Anhänge. Fußnoten, sehr wichtig, dieses Buch ist wirklich sehr gut dokumentiert. Ja. Wir haben dann noch ein paar extra Dinge mitgehabt, die hat unsere liebe christliche Schwester alle mit hier reingemacht. Sie hat einmal hier mit reingetan, hier ist nochmal der Link zum Originalbuch, das nicht auf meiner iCarve-Seite ist, sondern auf einer anderen, ist auch kein Problem. Man kann es bei mir auch finden. Sie hat das ökumenische Heiligenlexikon damit reingearbeitet, sie hat die Marianische Kongregation damit reingearbeitet, das Protoevangelium des Jakobus, das ist ein extra biblisches Buch. Viele zählen das ja sogar zu den Apokryphen damit zu. Als die Gottesmutter in Zeitun erschien, da haben wir auch weit drüber gesprochen, das war die Erscheinung in Ägypten. Dann das ECT-Dokument, das ist Evangelicals and Catholics Together, also Evangelikale und Katholiken zusammen, na, wo also durch den Ökumenismus hier das, ich möchte noch nicht mal sagen wahre Christentum, aber das protestantische Christentum gemischt wird mit römischem Katholizismus. Dann der E-Rosary, also das ist dann der elektronische Rosenkranz, der hier gemacht wird. Auch der Original-Link zum Artikel ist einmal dabei. Und dann Erscheinungen der Maria über die Webseite God Questions, hast du Fragen.org in Deutsch. Das ist eine sehr interessante Webseite, wo auch nicht alles richtig ist, alles wahr ist, was da drin steht. Man muss eben immer, im Englischen sagen wir, eat the meats and spit out the bones. Ja, man muss also das Gute nehmen und das Schlechte verwerfen. Man muss das Fleisch essen und die Knochen ausspucken. Das muss man hier mit der Webseite auch. Wir haben hier ein paar interessante Artikel jedenfalls gefunden, die wir dann für dieses Buch gebraucht haben. Wenn wir jetzt mal hier eben runtergehen, dann sehen wir Schlussbemerkung, Fußnoten, Anhänge, Seite 136. Dann gehen wir mal eben auf Seite 136. Noch schon fast da. Guck mal hier, 136. Hier sind die ganzen Fußnoten. Also ihr seht alles, Bibeltexte und zitierte Bücher und so weiter, alles dabei, die ganzen Quellen. Und dann haben wir hier das ökumenische Heiligenlexikon. Da gibt es natürlich hier auch den Link dazu bei, wo das bei ist. Was ist das ökumenische Heiligenlexikon? Da habe ich in den Videos drüber gesprochen und ihr seht hier auch meine Anstreichung. Also alles, was hier grün angestrichen ist, gelb, blau, in welcher Farbe auch immer. Hier zum Beispiel gelb und Kommentare von mir sind dabei. Seht ihr, es hat sie alles übernommen. Ja, also da gibt es überhaupt nichts zu bemängeln. Das ist wirklich sehr, sehr gut. Und das ist alles in dem Buch gratis mit drin für euch. Ihr habt auch gerade gesehen, da waren eine ganze Menge Anstreichungen hier. Auf der Seite hier grün und ja. Und rot und alles drum und dran. Also alles ist dabei, was ich damals als wichtig erachtet habe. Deswegen habe ich da Kommentare dazu geschrieben, die natürlich in den Videos sind, die da auch drin. Dann haben wir hier jetzt das Marianische Kongregation, da hatten wir auch drüber in dem Buch gesprochen. Und diese Links wurden von der Schwester Sandra Hartl geschickt in Eva. Das ist eine für alle, Nummer 6. Also als wir die hatten da in dem Video, da könnt ihr das dann nachschauen, da wird dann darüber gesprochen, Marianische Kongregation, auch wieder mit Kommentaren und Links von mir dazu bei. Dann haben wir hier die Männerkongregation, warte mal, dann hier Gemeinschaft christlichen Lebens, GCL, auch sehr interessant, wo wir drüber gesprochen hatten. Und dann gibt es hier das Protoevangelium des Jakobus. Das sogenannte Protoevangelium des Jakobus ist eine frühchristliche Schrift, die vermutlich um die Mitte des 2. Jahrhunderts entstanden ist. Der neuzeitliche Titel leitet sich vom Griechischen erst oder anfangs her und kann mit Vorevangelium übersetzt werden.
Das Protoevangelium des Jakobus schildert nicht das Leben Jesu Christi, sondern ist ein Marienleben. Es greift vor die Geburt Jesu zurück und erzählt ausführlich von der Herkunft Marias, die ja bereits ohne Sünde geboren wurde nach der römisch-katholischen Lehre. Ja, Maria selbst wurde ohne Sünde geboren von ihrer Mutter. Auf diese Weise kommt es dem Wunsch nach zusätzlichen Informationen über Maria, die spärlichen Stellen in den vier kanonischen Evangelien hinaus entgegen. Ja, also nach dem Motto, wir wollten mehr wissen über Maria, und dann geben wir euch das Protoevangelium des Jakobus und schreiben da alles Mögliche rein, was ihr über die Maria noch wissen müsst, was nicht in der Bibel steht. Es ist also auch nicht Gottes Wort. Ja? Gut, okay. Das ist das Protoevangelium des Jakobus. Dann haben wir hier die Gottesmutter, als sie in Zeitun erschien. Das ist dann 1968 passiert. Da haben wir auch drüber gesprochen. Da gibt es auch halt Videosendungen drüber. Könnt ihr euch anschauen und ihr könnt darüber hier lesen. Und dann haben wir hier noch den elektronischen Rosenkranz. Nein, Rom geht natürlich mit der Zeit, und dann hier den Artikel sind Marienerscheinungen wie die von Fatima wahre Botschaften Gottes über die Webseite godquestions.org. Die Links sind auch alle anklickbar. Das habt ihr eben alle auch auf dem Internet dann, wenn dann dieses Dokument verarbeitet ist und da ist zum Herunterladen. Also, was ich nochmal eben zum Abschluss sagen wollte, ist, ich finde es wunderbar, wie die Dinge immer so perfekt ineinander fallen. Ihr seht das ja auch mit der Serie der Verschwörung, die Michael im Augenblick macht, wo ich als Gast ja damit bei bin, dass wir auch oftmals wieder auf alte Sendungen zurückgreifen. Sendungen aus Herrscher des Bösen, Sendungen aus satanische Medienagenda, Musikagenda, Genderagenda, Dinge, die wir da besprochen haben, die jetzt wiederkommen in dieser Verschwörungsserie, wo es um Kennedy hauptsächlich geht und den ganzen Hintergrund davon. Und hier haben wir heutzutage den Ukraine-Konflikt, den sie uns als Krieg verkaufen, mit all seinen möglichen Auswirkungen, wo sie immer meinen, das wird so und so schlimm und das ist alles nur wegen Ukraine und wegen Russland und die bösen Russen und so weiter und so weiter. Propaganda besteht ja auf beiden Seiten, sowohl auf russischer als auf unserer. Und wer sich von der Propaganda fängen lässt, der hat sowieso schon verloren, weil das erste Opfer des Krieges ist die Wahrheit. Wie also jetzt diese Veröffentlichung dieses Buches der Himmelskönigin zu einem Zeitpunkt kommt, dass es politisch sehr interessant ist, um über die Himmelskönigin zu sprechen, weil die Himmelskönigin der wahre Hintergrund des Krieges im Osten, da in der Ukraine und Russland ist. Und das wird niemandem erzählt. Da gehen dann weitere Lesungen von mir in der Zukunft drüber, da werden wir drüber sprechen. Und deswegen wunderbar, dass ihr jetzt dabei wart und gesehen habt, wie ich das Buch auf Archive hochgeladen habe. Und ich schlage vor, dass ihr jetzt nach Ablauf des Videos das Erste, was ihr macht, ist meine Archive-Bibliothek anklicken, das Buch anklicken, sich das Buch anschauen, euch das Buch runterladet und den Link so viel wie möglich verteilt über alle möglichen sozialen Medien. Maximilia verdient da kein Geld dran. Meine christliche Schwester, die das übersetzt hat oder die das Buch zusammengefügt hat, Miss Marple nenne ich sie mal, die verdient da kein Geld dran, ich verdiene da kein Geld dran. Und ich habt ja gesehen, auch kommerziell, also das Buch kommerziell zu vertreiben, habe ich ja verboten. Also das, da bin ich nicht mehr einverstanden. Das soll eben, wie es in der Bibel eben auch heißt, du hast frei Empfang, frei gebe. Ne? Wie heißt jetzt der genaue Vers, weiß ich nicht, aber kauf die Wahrheit, aber verkaufe sie nicht. Ne? So steht es ungefähr in der Bibel geschrieben. Und wie kaufe ich die Wahrheit? Dadurch, dass ich vom Heiligen Geist in die Wahrheit, in das Lesen und Studieren der Bibel, Gottes Wort, geleitet werde und das dann gratis an jeden weiter durchgebe. Den Menschen davon erzähle, dass ich mich, ich will jetzt nicht sagen zu einem Apostel mache, aber doch zu einem, ja, jetzt gibt es viele Leute, die verstehen das Wort dann verkehrt, zu einem Zeugen Gottes mache. Weil ich bezeuge Gott. Kann ich ja nichts für, dass sich da irgendeine freimaurerische, falsche Sekte Zeugen Jehovas nennt oder Zeugen Gottes nennt, was ja im Grunde dasselbe ist, weil Jehova ist ja einer der Namen, den unser Gott hat. Und damit im Grunde das in Misskredit bringen, aber so ist es doch. Wenn man die Bibel liest und die Bibel versteht und die Bibel glaubt und sein Leben an Jesus Christus geweiht hat, dann
Apropos Wein, ne? Papst Franziskus hat am 25. März die Ukraine und Russland an das unbefleckte Herz von Maria geweiht. Wenn man das macht, dann muss man natürlich eben auch Jesus und Gott vor der Welt bezeugen. Und dann ist man eben ein Zeuge Gottes oder ein Zeuge Jehovas. Deswegen ist man nicht Mitglied irgendeiner Sekte, aber man bezeugt den Schöpfer des Himmels, der Erde, der Tiere, der Menschen, alles drum und dran. Ohne ihn wurde nichts geschaffen, was geschaffen wurde. Ja, und heute haben wir das Buch Die Himmelskönigin geschaffen für das Archiv auf archive.org auf der Webseite. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und ich bedanke mich für eure fleißigen Kommentare, die ich auch gerne einfordere, wo ich auch immer zu aufrufe, Kommentare zu schicken. Und ich hoffe, dass mir in der Zukunft noch erhalten bleibt und dass ihr noch Interesse habt an den zukünftigen Projekten, die da kommen werden. Und vor allen Dingen kommt da eins, da hat dieselbe Miss Marple sich so wahnsinnig reingesetzt, eine eigene Übersetzung gemacht eines ganzen Buches, wovon ich immer noch nicht gut weiß, welchen deutschen Titel ich gebrauchen werde. Das ist so schwierig, da wirklich einen vernünftigen deutschen Titel für zu finden. Es ist halt Exploding the Israel Deception in Deutsch, die Israelblase oder der Israelbetrug zerplatzt. Das hat sie komplett übersetzt mit vielen Dingen dazu damit bei. Und das ist eine Aufgabe. Ja, das wird mein Lebenswerk sein. Das rundet im Grunde alles andere ab. Deswegen schiebe ich immer noch andere Dinge vor und schiebe das ein bisschen hinaus. Obwohl ich es nicht hinausschiebe, ich habe einfach nicht die Zeit. Ich möchte gerne Tage haben von 240 Stunden. Dann würde ich endlich mal die Dinge alle geschafft kriegen, die ich mir so vorgenommen habe. Aber ich folge dem Ruf des Heiligen Geistes. Die Arbeit, zu der er mich leitet, die muss erst gemacht werden und die werde ich dann auch machen, weil es ist nicht mein Wille, sondern sein Wille, der geschehe. So einfach ist das und um das zu verstehen, bitte bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. Danke, dass ihr dabei wart. Maranatha. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Ich meine, das ist